Der Elbschlosskeller ist für mich. Das Glück der Reeperbahn. Hamburg bedeutet für mich. Heimat. Ein guter Tag beginnt für mich. Mit meinem Sohn. Tattoos sind. Körperkunst. Tätowierungen entsprechen meinem Ideal von Schönheit, sind eine ganze Weile Therapie gewesen und jetzt einfach ein Vollenden und die Freude daran, Kunst auf meinem Körper tragen zu dürfen. Wenn ich an die Reeperbahn denke, dann sehe ich viele Engländer zu Zeiten, wo ich 16 Jahre alt war, auf Metallbügeln, die es leider nicht mehr gibt und sie die als Donnerbalken benutzt haben. Warum auch immer es andauernd Engländer waren, aber so war es. Geil! Das waren als Donnerbalken? Donnerbalken, das war ein standardgängiges Bild, wenn du dann nach Hause geschlendert bist, morgens um 4:30, fing an zu dämmern, dass mindestens zwei Engländer, Schotten, Iren, das war immer dieser, Kreis Menschen, dass die auf diesen Metallbügeln, die es leider nicht mehr gibt in der Friedrichstraße, wirklich mit heruntergelassener Hose am Pennen waren und so ein Stück hing noch aus dem Arsch raus. Ja. Mein größtes Abenteuer war? Ist mein Sohn. Sport ist für mich? Sport ist für mich Therapie, Selbstverwirklichung, Freiheit. Im Elbschlosskeller wird gefickt, gesoffen, gelebt, geliebt. Kampf der Reality Stars war extrem herausfordernd und bereichernd. Ich bin geistig und seelisch gewachsen und habe Freunde fürs Leben gewonnen. Und nichts davon hätte ich erwartet. Mein Sohn lehrt mich jeden Tag das Beste zu sein und die Welt, die Liebe, das Leben schätzen zu dürfen. Die USA-Reise mit meinem Sohn hat mir gezeigt, dass ich davon mehr möchte. Ich möchte viel mehr mit ihm zusammen bereisen, erleben. Gerade solche großen Reisen. Es war toll mit ihm zusammen. Das Wichtigste, was ich im Leben gelernt habe, ist das Aufstehen und Verlieren und abzukacken dazugehört und wichtiger ist, als durchgehend zu gewinnen, weil daraus reichst du und bist besser. Geil. Freunde sind für mich. Nach meinem Sohn und meiner Familie und auf einem Level mit meinen Hunden. Fast das Wichtigste mit. Alkohol ist für mich? Sowohl als auch, ja. In Maßen etwas ganz Tolles, in Maßen der absolute Untergang. Auch ein Wirtschaftsprodukt? Gehört auch dazu, ja. Ja, habe ich so nie groß betrachtet, aber ja, tatsächlich, natürlich. Durch den Elbschlosskeller auch, ja. Die Zukunft des Elbschlosskellers ist? Unantastbar. Okay, das hoffe ich zumindest.